In der Tat kann Rotz schwerwiegende Komplikationen wie Sinusitis verursachen. Es gibt ein Missverständnis, dass bei Erkältungen eine Rotzbehandlung nicht notwendig und überhaupt nicht notwendig ist. Konsultieren Sie keinen Arzt, wenn eine laufende Nase beginnt. In der Tat ist eine solche Meinung ein Mythos und eine Täuschung, die schwerwiegendere Komplikationen verursachen kann. HNO empfiehlt, beim ersten Anzeichen einer Erkältung einen Arzt aufzusuchen, auch wenn es sich nur um eine laufende Nase handelt. Der Grund dafür ist einer: In der Wintersaison gehen in Russland Viren vor, die sich bei verschiedenen Menschen unterschiedlich manifestieren, und eine Erkältung kann Ausdruck einer schweren Krankheit sein. Der Arzt empfiehlt auch die Behandlung von Rotz, jedoch nicht mit vom Apotheker empfohlenen Tropfen aus der Apotheke, sondern mit Kochsalzlösung. Wie? Ja, sehr einfach. Täglich viermal am Tag müssen Sie Ihre Nase mit einer Lösung ausspülen. Dieser Prozess ist vielen von Kindheit an vertraut. Und trotz der Tatsache, dass die Methode ziemlich alt ist, bleibt sie immer noch die effektivste. Das Waschen der Nase hilft, Schleim aus den Nebenhöhlen zu entfernen, der sich aufgrund einer Entzündung der Schleimhäute bei Erkältungen ansammelt. Kochsalzlösung heilt nicht wirklich, aber ihre Verwendung verhindert die Ansammlung von Rotz und noch größere Entzündungen. Der Arzt empfiehlt auch das Einatmen von Kräutern. Diese Methode behandelt keinen Rotz, sondern lindert Entzündungen der Schleimhaut. Infolgedessen scheint der Rotz von selbst zu verschwinden.